Der Regenwald. Nur ein Beispiel für die Vielfalt des Lebens. Lebensraum für eine faszinierende Pflanzen- und Tierwelt. Im Lauf der Evolution entstanden die unterschiedlichsten Lebensformen. Doch alle haben sie eines gemeinsam: ihren Grundbaustein, die Zelle. Eine wundersame Welt, die sich dem Menschen erst durch das Mikroskop erschloss. Als einer der ersten entdeckte der Niederländer Anthony van Leeuwenhoek mit Hilfe einfacher selbstgebauter Geräte kleinste bis dahin unbekannte Lebewesen. Viele von ihnen bestanden aus nur einer Zelle, was er jedoch nicht erkannte. Leeuwenhoeks Berichte weckten in London bei den Mitgliedern der Royal Society größtes Interesse. Da Leeuwenhoek keines seiner Mikroskope aus der Hand geben wollte, beauftragte die Royal Society Robert Hooke, selbst eines zu bauen. Anders als das Leeuwenhoeksche war es aus zwei Linsen aufgebaut. Hooke, der Sohn eines Ministers, war zu kränklich, um ebenfalls eine politische Laufbahn einzuschlagen. Er fiel jedoch schon früh durch seine Begabungen für Mechanik und Mathematik auf. So studierte er in Oxford, wo er 1665 Professor für Geometrie wurde. Hookes künstlerische Ader kam ihm beim Abfassen seines wohl bedeutendsten Werkes zugute, der 1665 erschienenen Micrographia. Beim Mikroskopieren von Kork entdeckte Hooke viele kleine Kammern. Er nannte sie Zellen. Ihr Aussehen hatte ihn an Klosterzellen erinnert. Ohne es zu wissen, hat er damit einen der wichtigsten Begriffe der Biologie geprägt: die Zelle als Grundeinheit alles Lebendigen. Hooke hatte allerdings eine gänzlich andere, eine falsche Vorstellung von der Zelle. Er glaubte mit ihnen lediglich das Transportsystem für die Pflanzensäfte gefunden zu haben. Erst zwei Jahrhunderte später wurde die wahre Bedeutung der Zelle als Baustein des Lebens erkannt. Der Botaniker Matthias Jakob Schleiden und der Anatom Theodor Schwann kamen überein, dass alle pflanzlichen und tierischen Organismen aus Zellen aufgebaut sein müssen. 1839 formulierte Schleiden die Zelltheorie, die heute noch Gültigkeit hat. Demnach besitzen alle Zellen ein Eigenleben, das dem Wohl des gesamten Organismus dient. So fortschrittlich Schleiden und Schwann dachten, konnten sie sich dennoch nicht von der Vorstellung der Urzeugung lösen. Mit dieser Vorstellung räumte 20 Jahre später Rudolf Virchow auf. Nach seinem Verständnis konnte eine Zelle nur aus einer bereits existierenden hervorgehen. Damit vervollständigte Virchow die Zelltheorie von Schleiden und Schwann. Bald schon war dies allgemein anerkannt. Virchow, ein fortschrittlicher Arzt, erkannte die Bedeutung experimenteller Arbeiten für die Medizin. Es gelang ihm, Veränderungen von Zellen bestimmten Krankheiten zuzuschreiben. Damit begründete er ein neues medizinisches Fachgebiet, die Zellpathologie. Musik.
Eine detaillierte Kenntnis des Zellaufbaus verdanken wir verbesserten Präparationstechniken, neu entwickelten synthetischen Farbstoffen und leistungsfähigeren Lichtmikroskopen. Den größten Einfluss auf die Erforschung der Zelle hatte dann die Erfindung des Elektronenmikroskops durch Ernst Ruska im Jahre 1933. Erstaunliche Vergrößerungen und eine Auflösung bis hinunter in den atomaren Bereich brachten neue Details zutage. Die Zelle wird nach außen hin durch eine Membran begrenzt. Sie hält die Zellflüssigkeit und alle Organellen zusammen. Innerhalb befindet sich der Zellkern. Er enthält die Erbinformation und steuert alle biochemischen Prozesse. Als Transportsystem für die daran beteiligten Stoffe dient ein kanalartiges Labyrinth aus Membranen. An dessen Außenseite befinden sich die Orte der Eiweißsynthese. Werden Eiweißmoleküle außerhalb der Zelle benötigt, so werden diese in kleine Bläschen verpackt und aus der Zelle befördert. Hinzu kommen die Verdauungsorgane der Zelle und Organellen, in denen Zellgifte wie Alkohol zum Teil abgebaut werden. Schließlich die Kraftwerke der Zelle. Sie stellen Energie für Wachstum, Fortpflanzung und andere Aufgaben bereit. Die Zellen grüner Pflanzen enthalten zudem Chloroplasten. In ihnen findet die Photosynthese statt. So einheitlich der prinzipielle Aufbau einer Zelle auch ist, so vielfältig sind ihre Formen und Aufgaben. Ausgehend von der befruchteten Eizelle bilden sich durch wiederholte Teilung neue Zellen. Erst in einem späteren Stadium spezialisieren sich diese Zellen zu den rund 200 verschiedenen Zellarten, aus denen der Mensch besteht. Sie werden zu Muskelzellen, Nervenzellen, roten Blutkörperchen oder zu Zellen des Immunsystems. Das Zusammenspiel der verschiedenen Zellen nicht auf Dauer funktioniert, zeigt der menschliche Alterungsprozess. Der Mensch hat viele Wege gefunden, die Zelle für sich zu nutzen. Schon seit Urzeiten verwendet er Hefezellen, anfangs ohne es zu wissen. Beim Backen lockert das von der Hefe produzierte Kohlendioxid den Brotteig auf. Bei der Herstellung von Wein sorgt die Hefe für die alkoholische Gärung. Ebenso beim Bier. Verschiedene Bakterien, ebenfalls Einzeller, werden zur Herstellung von Joghurt und Käse oder auch Essig verwendet. Genaue Kenntnisse der Zellmorphologie und Biochemie haben viele neue Impulse gebracht, nicht nur für die Lebensmitteltechnologie, sondern auch für die Medizin. Durch moderne molekularbiologische Methoden können wir in das Erbmaterial von Zellen eingreifen. Bakterienzellen, auf diese Weise manipuliert, produzieren heute bereits verschiedene Medikamente.
darunter auch Insulin, ein für Diabetiker lebensnotwendiges Medikament zur Regulierung des Blutzuckerspiegels, der mit modernen Geräten gemessen wird. Früher wurde Insulin aus den Bauchspeicheldrüsen von Rindern und Schweinen gewonnen. Mittlerweile wird es auch gentechnisch hergestellt. Molekularbiologen haben dem Bakterium E. coli das Gen für das Insulin eingeschleust. So kann nun menschliches Insulin in großen Mengen produziert werden. Zellkulturen ersetzen heute auch einen Teil der Tierversuche. Die von Rudolf Virchow begründete Zellpathologie ist nach wie vor bedeutend für die Medizin. Zur Früherkennung und Diagnose von Krebserkrankungen wird sie routinemäßig angewandt. Der Krebs, die ungehemmte und unkontrollierte Teilung von Zellen, ist heute noch nicht zu heilen. Erste Erfolge im Kampf gegen den Krebs zeichnen sich dennoch ab. So ist es Molekularbiologen gelungen, Gene, die bei der Entstehung von Krebs beteiligt sind, zu lokalisieren. Zellbiologische Manipulationen werden heute auch bei der Pflanzenzucht angewandt. Ertragreiche und schädlingsresistente Pflanzensorten konnten früher nur durch aufwendige und langjährige Kreuzungsversuche erzielt werden. Heute sind solche Züchtungen innerhalb von wenigen Monaten möglich. Zellen sind immer und überall. Über Jahrmillionen hat die Photosynthese, die in den Chloroplasten grüner Pflanzenzellen stattfindet, die Erdatmosphäre mit für uns lebenswichtigem Sauerstoff angereichert. Erst sie hat es ermöglicht, dass sich tierisches und menschliches Leben entwickeln konnten.